Für den Imco-Ausschuss Markus Pretzel von der EKR, bitte. Die erste EU-Bürgerinitiative gegen die Privatisierung von Wasser, die Streichung des Wassersektors aus der Richtlinie. Und seitdem hat es zahlreiche Initiativen gegeben, die Privatisierung der Wasserversorgung in Europa doch noch durchzusetzen. Und zuletzt ist das auch in den Verhandlungen zu TTIP durch massiven Druck aus den USA immer wieder gefordert worden. Nun haben wir mit der Umschichtung von öffentlichen in private Versorgungsmonopole durchaus gemischte Erfahrungen gemacht. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, wie Sie generell zur Privatisierung von natürlichen Monopolen stehen und der Möglichkeit, dort Wettbewerb überhaupt zu erzeugen. Und wie Sie möglicherweise ein solches privates Wassermonopol verhindern möchten und wie Sie insbesondere zu den Ratchet Clauses in TTIP stehen, die eine Privatisierung von der Wasserversorgung dann unumkehrbar machen würden. Herzlichen Dank. Well, first of all, I think ich denke, die Initiativen, die ergriffen werden, also zum Beispiel im Rahmen der Bürgerinitiative, sind sehr gut. Ich möchte die Auswirkungen nicht unterschätzen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass das getan wird. Also nicht nur diejenigen, die 1 Million Unterschriften versammeln, sondern auch diejenigen, die ein Anstoß sind für eine öffentliche Debatte, weil dann immer mehr Menschen sich für dieses Thema interessieren. Ich denke, es ist gut, dass wir jetzt dieses neue Instrument haben. Und ich denke, das wird auch die europäischen Debatten ändern, beeinflussen und sicherlich auch die Art, wie wir umgehen mit bestimmten Themen in Kommission, Rat und Parlament. Bei der Privatisierung von natürlichen Monopolen muss ich sagen, dass ich jetzt nicht genug weiß darüber, wie die Verhandlungen eben beim TTIP sich hier gestalten und ob es da wirklich Auswirkungen gibt. Darüber weiß ich nicht genug, um Ihre Frage konkret beantworten zu können. Ich kann aber hinterher gerne noch darauf zurückkommen und Ihnen dann die Frage beantworten.